Tupoka Ogette, Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit den Themen Empowerment und Awareness, denn Sie sind Expertin für Vielfalt und Antidiskriminierung. Wie definieren Sie Empowerment in Ihrer Arbeit? Ja, also Empowerment ist für mich in erster Linie Selbstermächtigung, Stärkung. Und es geht dabei einerseits darum, konkrete Handlungsoptionen zu entwickeln, aber auch, also gegen Diskriminierung heraus aus der Ohnmacht, aber auch darum, individuell seine persönlichen Kraftquellen zu entdecken, also meine persönlichen Ressourcen, meine Potenziale kennenzulernen, auch meine Visionen zu entwerfen und aktiv werden gegen Diskriminierung oder heraus aus der Ohnmacht, die man ganz oft spürt. Und was auch ganz wichtig ist, ist in meinem Empowerment-Ansatz ist Wissensvermittlung, einfach das Wissen um Strukturen, das Wissen, historisches Wissen. Wie sieht das Empowerment-Training konkret aus? Ja, also Empowerment-Training für schwarze Kinder oder Kinder of Color sieht natürlich ein bisschen anders aus, weil es ein bisschen weg von der Metaebene mehr ins Konkrete geht. Wissensvermittlung spielt da aber auch eine große Rolle, also die Vermittlung darüber, wie ist schwarze Geschichte, Kenntnisse über schwarze Geschichte in Deutschland, Kenntnisse über schwarze Geschichte global gesehen, spielt eine große Rolle. Aber was auch einen zentralen Raum einnimmt, ist, dass die Kinder Worte finden, eine Sprache finden dafür, was sie empfinden. Also das dauert ja mitunter eine ganze Weile. Man hat ja erst die Empfindungen, unangenehme Emotionen und kann die aber noch nicht in Worte fassen. Und also ich kann das mal, also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich erst mit 21 meine erste Selbstbezeichnung hatte und auch erst dann Worte gefunden habe für das, was ich empfinde. Und das, was Rassismus ist und so weiter. Und ich merke, dass bei meinem Sohn durch den vielen Dialog, die wir haben miteinander, das jetzt schon viel früher mit 15 oder so einsetzt. Und das ist ein ganz wichtiges Ziel von Empowerment, Kindern Wörter zu geben. Was auch wichtig ist, ist Nein sagen, sich abgrenzen. Denn schwarze Kinder haben ganz viel mit Grenzüberschreitung zu kämpfen. Also, dass sie ungefragt in die Haare gefasst werden, dass sie ausgefragt werden von fremden Menschen. Und da ist ganz wichtig, dass die Kinder lernen zu spüren, will ich das jetzt? Möchte ich mich jetzt berühren lassen oder möchte ich mich ausfragen lassen? Möchte ich überhaupt antworten? Und da Nein zu sagen, sich abzugrenzen, das ist ja generell schwer, aber in der Gehäuftheit, wie das vorkommt bei schwarzen Kindern, auch nochmal schwerer. Und das üben wir. Dann natürlich, also als letzten Aspekt, was noch wichtig ist, schwarze Helden und Heldinnen kennenzulernen aus dem Alltag, also Menschen, die Vorbilder oder Vorbilder sind oder auch aus den Medien oder aus der Geschichte, so mit denen Kinder sich identifizieren können. Gibt es einen Unterschied zu diesem Training im Vergleich zu vorurteilsbewusster Bildung? Bei Empowerment geht es ja um Kinder, schwarze Kinder und Kinder of Color. Und bei vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung geht es um nicht-weiß und um weiße Kinder, also oder Menschen generell. Der Fokus bei Empowerment ist auf Rassismus oder Rassismuserfahrungen. Und bei vorurteilsbewusster Bildung geht es um Diskriminierung generell, um alle möglichen Diskriminierungen, um Sexismus, Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen und so weiter. Welche Rolle spielt diversitäre Literatur in Ihrer Arbeit mit Kindern? Ja, also Literatur spielt natürlich eine große Rolle und besonders diversitäre Literatur. Also das bezeichnet Literatur, in denen alle möglichen Lebensentwürfe vorkommen, in denen Menschen oder Kinder verschiedener Herkünfte, verschiedener kultureller Hintergründe, verschiedener Hautfarben, aktive Rollen bekommen, problemlösende Rollen bekommen. Also wichtig ist auf jeden Fall für diese Literatur, dass Kinder Literatur lesen, in denen die Protagonisten oder Protagonistinnen auch schwarze Kinder sind, auch People of Color sind, auch Kinder mit Behinderungen sind, dass auch diese Menschen problemlösend sind, aktiv sind, dass auch aus der Perspektive von schwarzen Kindern erzählt wird, damit die Kinder sich in den Büchern wiederfinden können. In Ihren Workshops mit schwarzen Eltern und Eltern of Color erarbeiten Sie auch Bildungsstrategien. Wie sehen diese genau aus? Also was wir mit
schwarzen Eltern oder Eltern of Color machen, ist einerseits auch Wissensvermittlung, ganz klar Wissen um die eigene Geschichte, aber auch Wissen um Strukturen, also Strukturen von Rassismus, Strukturen von Diskriminierung, so nach dem Sinne, Knowledge is Power. Und das ist ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Ein anderer Aspekt, gerade bei schwarzen Eltern und Eltern of Color, ist eigene Rassismuserfahrungen, gemachte, erlebte Erfahrungen zu reflektieren, gemeinsam zu reflektieren und daraus vielleicht bereits vorhandene Handlungsstrategien ja, weiter zu reflektieren, zu teilen in der Gruppe oder auch neue zu erarbeiten. Also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, sich gegenseitig zu stärken und sagen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, womit geht es mir am besten, wie kann ich meinen Energiehaushalt managen. Also erstmal auf uns selber sich zu konzentrieren und dann natürlich auch konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln. Wie gehen wir dann um in Situationen, wenn unsere Kinder mit Rassismus konfrontiert sind? Oder auch, wie sprechen wir mit den Kindern, wenn wir nicht dabei waren und die Kinder uns davon erzählen? Wie können wir sie dann stärken, unterstützen? Wie sensibilisieren Sie gerade weiße Eltern schwarzer Kinder für diese Themen? Ja, für weiße Eltern ist das ein bisschen anders als für schwarze Eltern, weil ja auch die Rolle in dem ganzen Rassismuskonstrukt eine andere ist. Von daher ist es wichtig für weiße Eltern auch erstmal bei sich selbst anzufangen, sich selbst zu reflektieren und die eigene Position, aus der sie heraus agieren, zu verstehen, zu reflektieren, zu analysieren, zu begreifen. Und sich dessen bewusst zu werden, aus welcher Position heraus agiere ich. Das ist der erste Teil des Workshops und meistens. Und im zweiten Teil ähnelt das dann dem Workshop mit schwarzen Eltern, wo wir dann Handlungsstrategien entwickeln. Obwohl die Handlungsstrategien andere sein können als schwarze Eltern von weißen Eltern. Bei weißen Eltern steht natürlich auch noch im Fokus das Wort Privilegien. Weißsein hat ja auch viel mit Privilegien zu tun. Wie kann ich diese Privilegien positiv benutzen? Wie kann ich Power-Sharing betreiben? Also wie kann ich die Privilegien teilen mit meinem Kind oder mit meinem Partner? Genau, um dann quasi ein Verbündete oder ein Verbündeter im Kampf gegen Rassismus zu werden, wenn man das mal so sagen will. Für beide Workshops, also besonders natürlich für die schwarzen Eltern, aber auch für die weißen ist es wichtig, ist der Gruppenprozess allein schon ganz wichtig. Also dieser geschützte Raum, in einem geschützten Raum Erlebtes zu reflektieren und in dieser Gruppe Stärken zu finden, Halt zu finden, aber auch neue Anregungen. Also allein dieser Prozess, dass wir in einem geschlossenen Raum gemeinsam sind und unsere Gemeinsamkeit bestimmte Erfahrungen sind zu diesem Thema, verbindet schon und stärkt schon. Was können Eltern noch konkret tun? Ja, also Eltern können auf jeden Fall, oder Eltern sollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr Kind in einer Umgebung aufwächst, die empowernd und stärkend ist. Das können sie dahingehend tun, dass sie allein beim Kinderzimmer schon anfangen, also dass sie darauf achten, dass Spielzeug, Puppen, Lego-Figuren, Duplo-Figuren, dass da schwarze Figuren dabei sind, schwarze Puppen dabei sind, die kann man sich heute beschaffen, man muss ein bisschen suchen, aber es gibt's. Wie gesagt, dass Kinderbücher da sind, wo schwarze Kinder aktive, problemlösende Rollen haben. Schwarze Heldinnen und schwarze Helden entweder im Alltag integrieren oder eben auch kennenlernen, dass die Kinder sich bewusst sind und Vorbilder kennen. Menschen kennen, an denen sie sich orientieren können, wo sie sich identifizieren können. Das kann im Privatkreis sein, das kann aber auch, also mein Sohn zum Beispiel, als Obama an die Macht kam, da war der 9. Und also man kann von seiner Politik halten, was man möchte, aber einfach die Tatsache, dass ein schwarzer Mann Präsident der mächtigsten Nation der Welt war, das war eine Möglichkeitseröffnung für meinen Sohn. Also das war für den ganz viel, bei dem ganz viel ausgelöst. Und das war für ihn so, ja, auch ich kann Kanzler werden oder auch ich kann Präsident werden. Allein das stärkt schon und unterstützt. Wie sieht Ihre Arbeit derzeit mit Erzieherinnen und Erziehern in Kitas aus? Also mit Lehrerinnen und Lehrern und Erziehern und Erzieherinnen arbeite ich meistens mit dem vorurteilsbewussten Ansatz.
Wir beginnen meistens mit eigenen Diskriminierungserfahrungen, die die Menschen oder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemacht haben, um eine Empathie herzustellen und auch einen Bezug herzustellen. Also sie erinnern sich an eigene Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen aus der Kindheit und können dann einen Bezug herstellen überhaupt, also über die Gefühlsebene gehen wir da. Und das nehmen wir dann und versuchen das in einen Gesellschaftskontext zu stellen und gucken, was bedeutet Diskriminierung generell, welche Diskriminierungsformen gibt es, so um das so einzubetten. Und im zweiten Schritt fokussieren wir uns da sehr viel auf das Thema Vorurteile oder auch Etikettierungen. Also es gibt ja oft die Annahme, wir haben alle keine Vorurteile oder man hat so eine absolute Panik davor zu sagen, so ich habe Vorurteile. Und ich denke aber, das ist kontraproduktiv, weil also diese Vorurteile haben wir alle, das ist auch ja, wissenschaftlich bewiesen, dass wir die einfach haben. Wir brauchen die auch ein Stück weit. Und deswegen heißt dieser Ansatz ja auch vorurteilsbewusst und nicht vorurteilslos. Wichtig ist aber, dass wir uns dessen bewusst werden. Und was wir mit den Erziehern und Erzieherinnen und Lehrerinnen machen, ist zu gucken, was für Vorurteile habe ich? Was kommt bei mir hoch, wenn ich bestimmte Bilder sehe, wenn ich einen schwarzen Mann sehe, wenn ich eine lesbische Frau sehe, wenn ich ein Kind mit einem Rollstuhl sehe? Was für Bilder weckt das in mir? Das ist oft erschreckend oder auch mit viel mit Scham verbunden, aber ein wichtiger Schritt, um dann zu gucken, was für Funktionen hat das, überhaupt Vorurteile zu haben. Wieso hilft mir das oder wieso brauche ich das oder warum tue ich das? Und dann als nächstes durch diese Bewusstmachung schon einen Schritt dahin zu gehen, also dass man sich quasi der Vorurteile bewusst ist tatsächlich und dann auch dem Einhalt gebieten kann ein Stück weit. Also sagen kann, ups, das passiert mir jetzt gerade, da ist ein schwarzer Junge mit einem Hoodie, war ja gerade ganz ein großes Thema mit Trayvon Martin. Das weckt in mir irgendwie Angst und Sorge. Und wenn ich mir in dem Moment aber gleich bewusst bin, dass es so ist, dann kann ich dem Einhalt gebieten. Wenn ich das aber nicht bin, dann ja, leitet sich dadurch irgendwie ein komisches Verhalten, diskriminierendes Verhalten an. Welche Vorschläge haben Sie da? Wie kann vorurteilsbewusste Bildungspraxis stärker institutionell verankert werden? Ja, indem man es institutionell verankert. Also ganz klar, dass es ein standardisierter Teil in der Ausbildung ist, dass wir schon also da anfangen, dass das einfach Pflicht ist, Module dazu zu belegen. Dann weiter auch, dass es in der Institution selber einen Posten gibt, einen Diversity-Posten oder Diversity-Beauftragte oder jemand, der einfach sich mit diesem Thema beschäftigt, der auch Strategieentwicklung betreibt und der dann auch gemeinsam mit den Menschen in der Institution evaluiert und zwar regelmäßig und guckt, wie läuft das? Hier ist unser Anspruch, hier ist die Realität, wie nah sind die beiden? Und dass das standardmäßig passiert. Und dann natürlich auch eine übergeordnete Stelle, verwaltungstechnisch oder übergeordnet, irgendwo oben angesiedelt, im Bund, wo auch immer, die dann Strategien auch entwickelt, auch von oben evaluiert und so weiter. Und was ich auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist im Rahmen der Zertifizierung. Also es gibt ja zum Beispiel Schule ohne Rassismus oder Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus. Und ich weiß nicht genau, unter welchen Aspekten dieses Label vergeben wird, aber ich finde, dass für solche Zertifizierungen auch ein standardmäßiges Modul in vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung Pflicht sein müsste, um das überhaupt zu erlangen, um das überhaupt bekommen zu können. Also für alle Lehrer oder Lehrerinnen, die in dieser Schule arbeiten.